Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer angenehmen Runde Sons of the Forest. Wir stehen hier abends jetzt vom Bettchen, das ist jetzt Schlafengehzeit eigentlich, ne? Aber mir ist aufgefallen, das ist 18 Uhr, dass wir hier noch gar keine Beleuchtung drin haben. Wir haben noch gar nichts mit Licht gemacht und nach unserer letzten Loot-Tour, wo wir so allerhand zusammengesammelt haben, haben wir auch eine Menge Draht gefunden. Und zwar 34 Stück. Das heißt, wir könnten mal langsam unsere Energiezellen oben verdrahten, dass wir unten ein bisschen elektrisches Licht bekommen. Hier oben habe ich ja gesagt, verzichten wir drauf in dem Kamin. Hier machen wir nur Fackeln. Außen generell eigentlich hier auch nur Fackeln. Und ja, jetzt können wir mal gucken, haben wir Autobatterien gefunden? Haben wir. Drei Stück. So, eine mal daran, eine mal daran. Bin ich ehrlich, weil es ja jetzt so verloren aussieht. Müssten wir eigentlich glatt hier nochmal Solarzellen anbringen, ne? Dass das nicht ganz so einsam aussieht, das Panel hier. Na, wo darf ich? So. Ja, ist okay. Kann man machen. Batterie verbannen aber auch gleich. Dann können wir wieder neue mitnehmen, wenn wir unterwegs welche finden. Dann müssen wir die ganze Sache noch verkabeln, Virgie. Ne? So. Und dann brauchen wir den Strom. Und zwar nehmen wir uns den von hier. Ich sag mal von der Zelle. Und dann legen wir uns den auf irgendeinen Baumstamm hier, wo wir das gut verteilen können. Ich würde sagen, sogar direkt könnte an den rangehen. Dann würde ich aber die obere Energiezelle bevorzugen. So. Jetzt ist die Frage, was ist denn jetzt der Balken hier? Ich glaube, das ist der Balken. Aber ich kann auch hier oben rangehen. So, dann haben wir das schon mal verdrahtet. Eigentlich brauchen wir hier oben gar keinen Draht über der Tür. Ich trottel. So. Dann haben wir den Draht schon hier unten dran, hoffe ich doch. Das checken wir mal jetzt aus, indem wir mal eine Glühbirne ranhängen. Jawohl. Kelvin, guck mal. Hier ging ein Licht auf, mein Bester. Ist ein ganz seltener Fall. Merk dir den Tag. Kreuz ihn dir im Kalender an. Jetzt überlege ich mal ganz kurz, wie wir uns den Draht auf die andere Seite rüberlegen. Da wir hier hinten auch Beleuchtung brauchen, würde ich sagen, nehmen wir uns die Wand hier hinten. Legen den hier mal rüber. Ja, gut, Draht haben wir gesammelt. Damit können wir ja wirklich eine ganze Menge anstellen jetzt. So. Und jetzt hängen wir noch ein paar Glühbirnchen auf. Auf jeden Fall mal unsere Ecke hier beleuchten, ne? Dass wir da mal sehen, was wir überhaupt alles eingelagert haben. Wird sogar noch eine zweite Glühbirne da oben hängen. Nein, nur, weil wir es können. So. Ja, schön ausgeleuchtet. Das Bettchen, vielleicht suchen wir uns dafür auch nochmal einen anderen Platz. Das ist ja nur immer zum Speichern hier unten. Aber ehrlich gesagt, der kleine Weg hoch, den kann ich mir auch machen. Zu unserem richtigen, bequemen Bettchen. Wie leuchten wir das denn hier aus? Auf jeden Fall brauchen wir hier hinten auch noch eine zweite Lampe, ne? Das steht ja mal fest. Es sieht auch so verloren aus, ne? Wartet mal. Ach nee, wir haben gar keine Baumstamm. Ja, ich wollte jetzt einen Baumstamm organisieren. Virgie, lass mich mal bitte rein. Ich wollte eigentlich nur einen Baumstamm holen, aber es ist. Nee, ich kann jetzt nicht mitkommen. Mädel. Ich habe jetzt keine Zeit, tut mir leid. Wir machen Folgendes. Wir schlafen mal kurz. Dann haben wir auch wieder Hunger und Durst. Müssen wir uns darum erstmal kurz kümmern. Und dann organisieren wir uns mal einen Baumstamm. Denn ich muss an der Decke ein paar kleine Veränderungen noch vornehmen. Und oh, Pilz zum Frühstück. Lecker. Oh, es fängt an zu schneien. Eigentlich habe ich es ja zur Heiligabendfolge erwartet, aber das hat doch jetzt noch 2 Tage länger gedauert in-game. Gut, aber egal. Soll uns nicht stören, kann ruhig anfangen, Winter zu werden. So, das ist doch passend zum Abschluss. Jawohl, Virgie. Ne? Ich habe ein Feuerchen gemacht, damit es mal warm wird. Lass uns mal hier noch so ein Ding reinbrutzeln. Virgie, habe ich gerade richtig gesehen? Bist du etwa schwimmen gegangen bei dem Wetter? Ja gut, ich habe dir den Aerobic-Anzug angezogen. Kann sein, dass du deswegen jetzt einen auf Aerobic macht.
Ein aufs Spa. Ach ja. Guck mal, wie sie da sitzt und planscht. Ja, okay. Ich lasse dich mal da alleine und kümmere mich mal jetzt, Kevin. Komm mal her, pass mal auf. Du hast jetzt genug Felsbrocken geschloppt. Wir brauchen auch keine Felsbrocken mehr eigentlich. Wir brauchen jetzt eher so Stämme demnächst mal. Da könntest du doch ganz gerne mal. Oh, wir haben gar keinen. Ah, wir haben nicht ein Stammlager mehr. Kleinen Moment, Kelvin. Haben wir gleich, haben wir gleich. Haben wir doch gleich. 14 Stöcke noch. Ja, jetzt ist die Frage, wo bauen wir das denn jetzt hin? Vielleicht einfach mal hier so hin. Lassen wir uns überraschen, ob das hier so gut steht. In der Hubschrauberfalle. Aber es wird schon. So. Sehr schön. Kelvin. Kelvin. Ich habe da mal eine Idee. Komm her, mein Bester, bevor du mir da reinfällst. Mach mir doch bitte mal den Behälter voller Stämme. Dann kann ich mich um die wesentlichen Sachen kümmern, nämlich unsere Beleuchtung. Aber ein, zwei Stämme brauchen wir jetzt so oder so erstmal. Das heißt, wir hacken mal den neu gewachsenen Baum hier um. Moin, ich hatte ja schon mal erwähnt, ja, du bist auch neu und du kennst die Gepflogenheiten hier bei uns. Die Neuen sind leider immer die, die zuerst dran glauben müssen. So. Jetzt haben wir natürlich das Problem, unsere Schildkrötenschalen sind gefroren, aber die waren ja eh fast leer. Wir haben hier noch den gekochten Fisch von gestern. Den hauen wir uns jetzt mal schnell hinter die Binde. Und vielleicht noch ein Stück Trockenfleisch. Nee, brauchen wir, glaube ich, nicht. Lasst uns mal erstmal nur. Außen läuft einer rum. Ich hoffe, es ist Kelvin. Ja, es ist Kelvin. Sehr gut. Okay, komm, wir nehmen uns mal erstmal zwei Stück mit. Den einen kann Kelvin noch holen. Hi, Bertie, was hast du denn da Feines für mich? Oh, Fleisch. Na, dann essen wir jetzt doch ein Stück Trockenfleisch zur Feier des Tages. Dankeschön, Spazi. Und der Kelvin hat uns inzwischen die Baumstämme geklaut, glaube ich. Dann nehmen wir uns den einen wenigstens mit. Danke dir, Kelvin. Die nächsten musst du dir aber selber fällen, weil ich habe zu tun. So, und zwar bräuchte ich mal hier so einen Querstamm. Und in der Ecke auch. Dann bräuchte man noch Draht natürlich dafür. Und ein Lämpchen. Jawohl. Schade, dass ich hier nicht noch einen Querbalken über die Treppe setzen kann, aber kommst du die Treppe nicht mehr hoch. Das ist schade, egal. So, hier leuchten wir auch ordentlich aus die Ecke. So. Und dann vor der Uhr. Obwohl jetzt. Man könnte auch einfach überall eine Birne hinhängen. Oh, hier würde ich auch gerne noch einen Querbalken haben. Kleinen Moment. Virgie, ist kalt. Drinnen ist wärmer. Oder ans Feuer auf dem Steg. Kannst du dich auch setzen, das ist auch wärmer. Oh, geht nicht. Darf ich nicht? Wo ist das Problem? Ganz komisch. Wegen dem Regal? Aber eigentlich müsste das nicht stören. Wenn ich jetzt einen Balken hier reinsetze, kriege ich den noch nie wieder raus. Könnte ich schwören. Wollen wir es riskieren? Wartet mal. Wir machen das einfach mal. Den brauchen wir nicht. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Jetzt kriege ich den.
Okay. Wir könnten ein bisschen tricksen unter Umständen. Kelvin, hast du mal noch einen Baumstamm für mich? Ich hab dich doch gerade hacken gehört. Faules Stück. Wo sind die Baumstämme? Ach ja. Da müssen wir wohl noch mal ran. Aber vorher nehmen wir mal ein Schlückchen Crack. So, dann geht das alles ein bisschen schneller. Baum fällt. Oh, aber wie weit weg der gefallen ist. So, jetzt gucken wir mal. Wenn wir den hier ransetzen, den Draht hier mal wegnehmen. Hallo? Den Draht hier mal wegnehmen. Kann ich, wieso darf ich denn jetzt nicht den Draht wegnehmen? Na gut. Hat komischerweise jetzt auch so geklappt, sehe ich gerade. Aber das ist halt Sons of the Forest, ne? Muss man sich dran gewöhnen, dass das manchmal klappt, manchmal nicht. Und dann, wenn man eigentlich immer in der Reihenfolge baut, dann klappt das eigentlich fast immer. Aber manchmal ist es auch seltsam. Deswegen schmeißen wir jetzt mal die Baumstämme raus, weil ich brauche hier gar keine mehr. So. Und mach mal weiter mit der Beleuchtung. Denn ich habe jetzt den Balken hier, den wollte ich haben. So. Und dann haben wir noch eine Glühbirne, ja. Lass mal gucken, haben wir noch irgendwo Glühbirnen abgelegt? Komm, steck mal ein, die kannst du alle gebrauchen jetzt. Und wir leuchten das Ding jetzt hier, wir beleuchten es jetzt hier wie ein Weihnachtsbaum. Ach, da fehlt noch der Draht. Kleinen Moment. Haben wir gleich. Okay. Halten wir es mal alles an. Gucken mal, wie hell das jetzt wird. Tada! Oh, das sieht gut aus. Muss man jetzt natürlich abends sehen, ne? Also Tageslicht macht das jetzt nicht so die Wirkung, glaube ich. Vielleicht sollten wir einfach mal hier oben. Warum ist denn das hier nicht dicht? Virgie, ich habe gerade wieder mal keine Zeit. Tut mir auch leid, wenn ihr mich immer auf den falschen Fuß erwischt. Ja, ich weiß nicht, warum das nicht dicht ist. Aber eine Planke fehlt jetzt da nicht. Okay. Keine Ahnung. Wir haben die Beleuchtung fertig. Wir sollten mal jetzt noch ein bisschen kurz beim Steg arbeiten. Ich würde ja ganz gerne den hier mal kurz abbauen. Virgie, pass auf, ich arbeite hier. Also manchmal ist es schon mit der Virgie echt gefährlich, weil sie einem echt wirklich Tatsache direkt vors Gesicht rennt. Dann drehst du dich um, willst eigentlich nur den Baumstamm kurz wegschmeißen oder so und dann kommt die und dann kriegt sie den ab. Und das tut ihr weh. Geht es? Nee, natürlich nicht. Gehört ja nicht zusammen. Logischerweise nicht, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken. Das könnt ihr eigentlich sogar so schon. Warum den Schädel auch nicht da lassen? Der macht sich da gar nicht schlecht, glaube ich. Pass mal auf, ey. Natürlich. Ach so. Wartet.
Ja, das ist doof. Geht ja gar nicht so, wie ich das wieder machen wollte. Das geht ja gar nicht so. Dann, wartet mal. Okay, erstmal so. Virgie, ich wollte jetzt da was bauen, meine Kleine. Ich hoffe, du kommst da auch gleich noch raus. Wir werden es feststellen. So. Guck mal. Zack. Dann machen wir es nämlich so. Am Anfang hatte ich ja gesagt, man macht so drei Felder breit als Übergang. Und dann, ja, hier räumen wir auch noch den Essensständer. Könnte Mikey auch mal abräumen und wegräumen. Denn. Oder wir bleiben bei zwei Feldern. Bauen doch nochmal eine separate Rege runter. Wäre auch eine Idee. Das kann auch was werden. Das wird genau bis zu den Reusen hinreichen. Das ist ja praktisch. Oh, sehr schön. Man kriegt ja nicht mal mehr nasse Füße. Na doch, vielleicht ein bisschen. Aber man kommt jetzt schön an die Reusen ran. Dann machen wir doch hier so eine kleine Verbindung hier rüber. Und eine kleine Plattform. Wäre auch noch eine Idee. Erstmal müssen wir den Essensständer versetzen, ne? Können wir den Fisch mitnehmen, ja? Dann lasst uns mal hier so drei getrocknete Fische ins Haus bringen. Oh. Wer war es? Flick, Flack. Wo bist du? Ich hab dich kichern gehört. Oh. Ach, die liebe Flick. Grüß dich. Kennst schon meinen Elektrozaun? Jetzt schon, ne? Was ist denn mit den Fallen los? Warum gehen die denn nicht hoch? Hat die sich etwa an den Fallen vorbeigeschlichen? Mädel, hast du dich an den Fallen? Nein, das ist ein Elektrozaun, habe ich dir doch gesagt. Kannst du da bitte rauskommen aus der Ecke? Kelvin? Die tut hier nichts. Ja, also ich meine, die haben ja eigentlich damit geworben, dass die KI in Sons of the Forest extrem schlau sein soll, ne? Aber irgendwie weiß ich nicht, wie schlau das ist, da immer wieder in diesen Elektrozaun reinzurennen. Okay, wir haben mal gerade was zu tun. Wir lassen die liebe Flick mal da weiter rumkrauchen und lager mal den Fisch weg. Hier haben wir schon Fleisch drauf zu liegen. Dann können wir nämlich den Essensständer mal draußen abbauen und dann haben wir da eine Freifläche. Wo, Virgie? Patsy? Ach so, das war der Gnadenschuss für die liebe Flick. Gnadenschuss? Komm mal her, ich erlöse dich. Okay. Wo waren wir denn stehen geblieben? Der Essensständer. Den können wir mal hier fachmännisch zerlegen. Die Stöcker, werden wir hier erstmal reinschmeißen. So. Ach so, Blödsinn. Wir müssen die Dinger ja auch wegbauen.
Und ehrlich gesagt, das eine Felsenlager hier muss auch weg. Wo können wir denn jetzt ein paar Sticks hinbauen? Ich meine, wenn wir hier schon jetzt ein Baumstammlager haben, dann lasst uns doch hier nebenan so ein paar Sticklager nebensetzen. Vielleicht ein, zwei Stück. Und gleich mal ein paar reinpacken hier. Wir müssen die umräumen, also rein in unsere neue Box. So, ja, jetzt haben wir uns eine kleine Freifläche geschaffen, mit der wir jetzt arbeiten können. Das passt ganz gut hier. Guck mal, ich habe gesehen, da fehlte noch ein Brett. Baumstämmchen haben wir auch wieder ein paar, weil der liebe Kelvin so fleißig ist. So, einmal hier lang, einmal da lang und einmal darüber, bitte. Nein, halt, 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 halt. Hier. So. Dann wird ein Schuh draus. Wenn wir jetzt nämlich hier uns einen schönen Boden reinzimmern, können wir hier noch eine Stufe dranlegen. Oh ne, können wir nicht. Ach, komm, doch, da war er. Komm, ich hab ihn gesehen, den Pfeil. Sehr schön. Aber ich würde da ganz gerne nur für die Optik eigentlich hier auch. Ah, sehr schön. Okay. So, unsere Reusen. Hier rum. Man könnte jetzt natürlich hier noch hochbauen, den Steg noch ein bisschen. Ah, wieso nicht? Wir haben doch hier so einen halben. Der wird zwar nicht reichen, aber wir haben ja hier noch Viertel rumzubiegen. So, Gelbergi, pass mal auf, was ich jetzt bastel. Reicht das schon, ne? Ach so, ja, natürlich, ne? Natürlich. Jetzt haben wir ein Problem. Nein, haben wir nicht. Passt. Hi, Virgie, was hast du denn da Feines? Du, das war ein Fake. Ach so, haben wir 1. April? Ich glaube nicht, es ist ja gerade erst Winter geworden. Oh, das ist aber schief, ne? Okay, auch da gibt es hoffentlich eine Lösung für. Und zwar, wenn man doch einen ganzen Stamm nimmt da unten. Mal gucken, ob er den mir richtig abschnippelt. Und den hier so rüberlegt. Und dann einfach hier mal abtrennt. Er ist trotzdem noch so schief. Schade. Ja, weil die Schräge nicht ganz gerade ist. Ach, Mist. Ich möchte keinen schiefen Steg bauen. Ich könnte jetzt trotzdem Bretter drauflegen, aber. Obwohl, naja. Wollen wir mal einen Baumstamm opfern hier? Ja, gut, so schief ist es auch nicht, ne? Vielleicht geht die Optik mit dem Schiefen verloren, wenn die Bretter drauf liegen. Hab ich die Hoffnung? Ist aber nicht der Fall. Ja, okay. Ich hätte jetzt noch eine Idee. Kleinen Moment mal. Wir haben das ja nicht von der Seite probiert. Wenn man nämlich jetzt. Mein Gott, haben wir einen Haufen Müll produziert hier. Wenn man jetzt wieder den ganzen hier hinsetzt, dann den hier so rübersetzt, das Ganze auf die Höhe kürzt. Na, noch ein? Ne, er geht trotzdem so nach unten. Ach Mensch, ist doch doof.
Ist doch alles doof. So, gib mir einen Baumstamm. So. Machen das jetzt einfach so. Egal. Dann ist es halt nicht wirklich 100% gerade, aber. Ja, damit können wir leben hier. Gell, Virgie? Oh, eins noch. Ja, guck mal, probiert sie gleich aus. Ne, sitz dich bequem. Sehr schön. Das freut mich für dich. So, jetzt haben wir eine ganze Menge Feuerholz produziert hier. Ich würde auch sagen, wir hacken uns auf jeden Fall noch ein bisschen Feuerholz, weil wir haben eine ganze Menge verbraucht, ehrlich gesagt. Deswegen machen wir uns mal ruhig ein bisschen was. Jetzt hacken wir hier auch. So, einmal. Und zweimal. Müssen wir vielleicht was raufschmeißen, wenn wir gerade dabei sind? Ach, guck mal, Flick fliegt ja hier auch noch. Gut gegrillt. So. Den packen wir mal dahin. Jetzt haben wir noch die halben Dinger hier. Was machen wir damit? Die brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Komm mal her, Virgie. Schau mal, ist es doch jetzt Winter. Ja, dann ziehen wir dir doch mal was Warmes an, ne? Auch wie sie sich freut. Super. Da unten liegt auch noch Holz. So, nehmen wir den mal noch. Den machen wir uns zu Brennholz. So, da haben wir ja relativ viel verwertet. Eigentlich fast alles, ne? Es liegt jetzt nichts mehr groß rum. Der eine Baumstamm da hinten. Naja, gut. Der soll uns egal sein. Schön geworden ist der Steg auf jeden Fall, muss ich sagen, ne? Geile Sache. Kommt man schön hier rum. Vielleicht lassen wir uns hier noch eine Kleinigkeit einfallen. Aber wir haben ja auch unsere Garage jetzt fertig. Das heißt, wir müssen auch mal das Golfauto dann besorgen gehen. Beleuchtung haben wir gemacht. Unser Wohnzimmer sieht auch sehr geil aus, muss ich sagen. Hier sind schon wieder Haufen Steine neu gespawnt. Oh, voll. Okay. Ja. Und dann würde ich sagen, besorgen wir das Golfauto für unsere Garage. Damit wir das auch hinter uns haben. Meine Lieben, aber für die Folge hier heute soll es dann das gewesen sein. Wir sind schön vorangekommen. Das Anwesen lässt sich sehen. Und ich bin sehr zufrieden, was wir auf die Beine gestellt haben. Und freue mich, wenn ihr auch nächste Folge wieder mit dabei seid. Ne? Wenn es Spaß gemacht hat, gerne liken und kommentieren. Das freut mich immer. Und wenn ihr die nächste Folge dann auch nicht verpassen wollt, dann klickt gerne auf Abo, dann kriegt ihr eine kleine Info. In diesem Sinne euch einen schönen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Tschüssi!